Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hallo, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vergangene Woche gab es bei mir hier den ersten Teil dieses Videos. Ich habe euch eine Origami-Faltanleitung für Schachteln präsentiert. Falls ihr es verpasst habt, hänge ich euch einen Link an, damit ihr es schneller findet. Und heute geht's weiter. Ich dekoriere eine Schachtel und zeige euch gerne den Prozess. Ich dekoriere übrigens nur den Deckel. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich die Schachtel rundum und im Inneren ebenso dekorieren. Ich hatte im vergangenen Video bereits erwähnt, welche Kollektion ich dafür nutze, nämlich Twas the Night Before Christmas, und zwar ist das die Deluxe Collector's Edition von Graphic 45. Die Ränder könnt ihr so bearbeiten, wie ihr es mögt, aber das hatte ich im vergangenen Video bereits gezeigt und erwähnt, wie ich es dieses Mal mache. Nun brauche ich einige Dekorelemente, die ich gerne auf meinen Schachteln schichten möchte. Für einige davon nutze ich kleine Übrigbleibsel. Und diese Aufleger hier haben auch im vergangenen Video ihren Ursprung. Da hatte ich euch gezeigt, dass ich die Oberfläche mit Eiskristallschicht versehen hatte und zum Trocknen hingelegt hatte. So sehen sie nach dem Trocknen aus. Oh, das glitzert so schön! Nun kombiniere ich alle Teile, die ich mir zum Dekorieren rausgelegt habe, miteinander in eine Komposition. Diejenigen, die mich schon kennen, wissen, was ich sehr gerne mag, nämlich Vielschichtigkeit und Dreidimensionalität. Das soll auch hierbei solch eine Verzierung werden, wo die Elemente untereinander rausschauen und am Stück einen richtigen Hingucker ergeben. Hier stört mich diese Üppigkeit ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil, da ich das für eine Geschenkeschachtel gerade passend und richtig empfinde. Die anderen Schachteln verschönere ich auf die gleiche Art und Weise und zeige euch im Anschluss ein paar Bilder davon, wie es geworden ist. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute hier bei mir. Lasst mir bitte einen Daumen hoch da, damit macht ihr mir eine richtige Freude. Teilt dieses Video bitte gerne mit euren kreativen Freunden und denen, die es werden wollen. Bleibt gesund und kreativ. Bis zum nächsten Mal, eure Larissa.